freue mich sehr, dass Amaradio Bianchi Swami Suryananda hier bei uns ist, bei diesem Kongress und heute Morgen sprechen wird über Im Atem liegt das Geheimnis des Lebens. Swami Suryananda ist Präsident des World Movement for Yoga, European Yoga Federation. Er ist Vizepräsident der International Yoga Confederation von New Delhi und auch General Coordination of World Movement for Ayurveda. Und er ist seit vielen Jahren dabei, zum einen zu lehren, zu unterrichten, auf vielen Kongressen zu unterrichten und vor allen Dingen auch die verschiedenen Yoga- und Ayurveda-Bewegungen und Richtungen zusammenzubringen. Und so steht er sehr viel auch für dieses Motto des Kongresses, Einheit in Verschiedenheit. Und so freuen wir uns auf seinen Vortrag heute. Dear brother, dear sister, in yoga and in dharma. In Ayurveda, we think that one of the most important cause of the loss of health, lo dico in italiano, per l'Ayurveda una delle più importanti cause di malattia. In Ayurveda ist einer der wichtigsten Gründe für eine Krankheit l'errore dell'intelletto. Ein Irrtum, der im Intellekt passiert. Nella vita è importante scegliere quello che è giusto. Im Leben ist es wichtig, das zu wählen, was richtig ist. Più di quello che piace. Als das, was einem angenehm oder alle volte fortunatamente le due cose coincidono. Manchmal zum Glück fallen diese beiden Sachen zusammen. Alle volte no. Manchmal leider nicht. Ma noi dobbiamo seguire quello che è giusto nella vita. Aber letztendlich müssen wir immer dem folgen, was wichtig ist oder richtig ist im Leben. Questo è fondamentale. Das ist fundamental. Vi faccio un esempio. Ich mache euch ein Beispiel. Una giovane mamma con il suo bambino. Eine junge Mutter mit ihrem Kind. Il bambino comincia a piangere. Und das Kind fängt an zu weinen. E vuole la caramella. Es will ein süß, Mama, süßes. Dammi la caramella. Mamma, gib mir was Süßes. No, ti fa male, non te la voglio dare. Nein, ich kann es dir nicht geben, es ist schlecht für dich. Il bambino continua a piangere. Aber das Kind macht immer weiter und heult. La madre cede. Und dann gibt die Mutter ihm doch was. E gli dà la caramella. Und gibt ihm etwas. In quel momento gli ha insegnato a piangere per avere qualcosa nella vita. Und in diesem Moment hat es dem Kind beigebracht zu heulen, um etwas in seinem Leben zu bekommen. Un giorno questo bambino sarà un uomo grande e forte. Also wenn das Kind einmal groß und stark ist. E si presenterà a chiedere un lavoro così. Und wenn es sich vorstellt, wenn es sich so vorstellt, eine Arbeit so zu bekommen. Per favore, posso avere un lavoro? Bitte darf ich eine Arbeit haben. Quello che voglio riuscire a fare con voi oggi, was ich versuchen will, euch verstehen zu machen, è cercare di stabilire qualcosa di giusto e di corretto. Ist das, dass man versuchen sollte, in seinem Leben etwas zu stabil zu machen, was richtig und korrekt ist. Che possa aiutarci per tutta la vita. Dass uns das ganze Leben lang helfen könnte. Vedete, sempre cerchiamo di fare quantità, di avere tante cose. Seht, wir schauen immer danach, dass wir viel haben, dass wir viele Sachen bekommen. Basterebbero poche cose giuste. Aber es würden eigentlich nur wenige Sachen, richtige Sachen reichen. Per costruire una vita sana, una vita sicura. Um ein Leben, ein gesundes und ein sicheres Leben zu führen. Ci sono tanti errori di interpretazione in giro. Es sind viele Irrtümer im Verständnis. Es gibt viele Irrtümer im Verständnis darüber. Semplicemente perché alle volte le persone non si fermano qualche minuto per riuscire a stabilire con esattezza qualche cosa di sicuro. Es ist einfach so, dass viele Menschen nicht stabile di sicuro. Nicht anhalten, um nachzudenken, das, was richtig ist und das, was gut ist, um das in ihrem Leben stabil zu machen. Per esempio, io vi chiedo,
Zum Beispiel, faccio la domanda, aiutatemi un po'. Zum Beispiel, ich frage mich, ich stelle euch jetzt eine Frage, bitte helft mir. Per voi che cos'è la vita? Was ist für euch das Leben? Qualcuno vuol dirlo? Möchte che cos'è la vita? Sagen? Was ist das Leben? Abenteuer. Bitte? Ein Abenteuer. Adventure. Ah, un'avventura. Un'avventura. Altre proposte? Sì, interessanti, molto interessanti queste risposte. Altre proposte? Imparare. Un'altra proposta? Un dono. Freude. Avete detto delle allegria. Avete detto delle cose splendide. Ihr habt wundervolle Sachen eben gesagt. Però io intendo che cos'è la vita in senso scientifico. Aber ich denke mehr, was ist das Leben in meinem wissenschaftlichen Sinne? Semplifichiamo. Wir machen es ganz einfach. Vi devo portare davanti a una situazione. Also stellt euch vor einer Situation. Oggi vi va bene perché non lo faccio nel senso reale della cosa, eh? Also heute ist okay, weil es ist nicht im reellen Sinne. Perché una volta ho preso un gruppo di studenti. Einmal habe ich eine Gruppe von Schülern genommen. Era morta una persona cara a noi. Und es war eine Person gestorben, die uns sehr teuer war. E li ho portati col permesso della vedova davanti al cadavere. Und ich habe sie mit dem Erlaubnis der Witwe zur Leiche gebracht. E ho chiesto ai miei studenti, per favore, ditemi che differenza c'è fra voi che siete vivi e questa persona che è morta. Und ich habe meine Schüler gefragt, bitte sagt mir, wo ist der Unterschied zwischen euch, die ihr hier lebendig seid, und dieser toten Person? Volete provare voi a rispondermi? Wollt ihr versuchen, mir zu antworten? Che differenza c'è tra un vivo, una persona viva e una persona morta? Was für ein Unterschied gibt es zwischen einer toten und einer lebendigen Person? Questa non respira. Non respira. Se la chiamo, mi risponde? Wenn ich ihn rufe, antwortet mir? Perché non mi risponde? Warum antwortet nicht? Weil unbewohnt ist. Perché? Warum? È morta, dici no. Ma perché? Aber warum? Se le prendo un dito e lo buco. Non respira più, dico. Benissimo. E se le prendo un dito e buco, reagisce? Also wenn ich jetzt eine Nadel nehme und mache ein Loch in seinen Finger, reagiert er dann? Cosa manca lì che un vivo ha? È importante, sapete, molto importante soprattutto per noi che pratichiamo yoga. Was fehlt da, was ein Leben da hat? Das ist für uns sehr wichtig, die wir Yoga praktizieren. Il respiro, benissimo, è vero. Sei gut. Manca una cosa molto importante. Emozioni. Non ci sono emozioni. Keine Gefühle. I sensi. I sensi. Tutte cose giuste. Però che manca lì, l'energia. Che manca lì è la coscienza. Das Bewusstsein fehlt. Voglio arrivare a dirvi che la vita deriva dalla presenza di almeno due principi. Also was ich euch sagen möchte ist, dass das Leben von mindestens zwei Prinzipien abhängt. Una parte fisica. Ein physischer Teil. E una parte non fisica. Und ein Teil, der nicht physisch ist. Dovete riflettere perché è molto importante stabilire una volta per tutte che è così. Wir müssen darüber nachdenken, weil es ist sehr wichtig, dass man diesen Gedanken richtig versteht für das ganze Leben. Che la vita senza questi due principi tutti e due insieme non è vita. Weil ein Leben, das ohne diese zwei Prinzipien, die zusammenwirken, kein Leben ist. Sapete perché vi sto dicendo questo? Bitte denkt darüber nach, was ich da sage. Perché viviamo un po' nella avidia, nell'ignoranza. Weil wir ein bisschen im Avidya, also in der Ignoranz leben. Nella dimenticanza. In der Vergessenheit. 3 giorni fa ero in un ospedale. Vor 3 Tagen war ich in einem Hospital. E c'era scritto: Reparto di medicina psicosomatica. Und da wurde geschrieben Abteilung der psychosomatischen Medizin. La medicina allopatica viene dalla Grecia. Die allopathische Medizin kommt von der griechischen Medizin. Questi due principi in Grecia si chiamavano
Soma e Psyche. Diese zwei Prinzipien nannten sich in der griechischen Medizin Soma und Psyche. Per essere vivi devono essere presenti tutti e due questi principi. Um lebendig zu sein, braucht man beide Prinzipien, die zusammenarbeiten. È chiaro per voi? Ist es für euch klar? Allora vuol dire che la vita è psicosomatica. Also heißt es, dass das Leben psychosomatisch ist. Allora cosa significa dire questa malattia è psicosomatica? Also was soll es heißen, wenn diese Krankheit psychosomatisch sein soll? Perché gli altri sono morti. Weil die anderen sind tot. Se stiamo parlando di vite, di vivi, entro in un ospedale, reparto di medicina psicosomatica, gli altri sono morti. Weil wenn da steht, dass eine Krankheit, wenn es eine Abteilung gibt in Hospital, da steht drauf psychosomatische Krankheiten, soll das heißen, dass die anderen alle tot sind? Meditate su, perché sono errori, noi siamo immersi negli errori. Denkt darüber nach, weil wir sind voller Irrtümer, wir leben praktisch in diesen Irrtümern. Come si può praticare yoga senza tenere presente della nostra costituzione? Wie kann man Yoga praktizieren, ohne dass man an unsere Konstitution denkt, ohne dass man das präsent hat in seinem Leben? Lo yoga è per tutti e due questi principi. Der Yoga ist für diese beiden Prinzipien. Lo yoga non è una ginnastica. Der Yoga ist keine Gymnastik. Lo yoga è una disciplina davvero olistica. Der Yoga ist wirklich eine holistische Disziplin. È una disciplina che dichiara questi principi. Und eine Disziplin, die diese beiden Prinzipien erklärt. Che ci fa presente dall'inizio la nostra costituzione di Purusha e di Prakriti. Die uns zeigt, dass unsere Konstitution aus Prakriti und Purusha besteht. Ma prima di entrare a parlare di respirazione per terminare questo discorso, bevor wir anfangen über die Atmung zu reden, um diese Diskussion zu beenden, per essere vivi, um lebendig zu sein, o per dichiarare una persona viva, oder um eine Person lebendig zu erklären, devono essere presenti almeno tre principi. Die müssen mindestens drei Prinzipien da sein. Una parte fisica. Ein Teil, der physisch ist. Una parte non fisica. Ein Teil, der nicht physisch ist. Una forza legante che tiene insieme i due principi. Und eine Kraft, die diese beiden Prinzipien zusammenhält. Non è un caso. Das ist kein Zufall. Che gli antichi maestri hanno dato il nome alla parte non fisica al maschile, il Purusha. Und es ist kein Zufall, dass die alten Traditionen für das nicht physische Teil den männlichen Namen den Purusha gegeben haben. E la Prakriti al femminile. Und Prakriti feminin ist. Questa è la coppia universale, è il matrimonio universale. Das ist das universelle Paar, die universelle Hochzeit. Vedete che manca nel mezzo una forza che li attrae, che li tiene assieme. Aber ihr seht, dass im Bewusstsein etwas fehlt, das diese beiden Sachen zusammenbringt. Come funziona in una coppia? Wie funktioniert es in einem Paar? Che cos'è che tiene insieme una coppia? Was ist das, was ditemelo Paar, per favore. Was ist das, was ein Paar zusammenhält? Sagt mir. Date un nome a questa forza che tiene insieme una coppia. Sag mir einen Namen dafür, was ein Paar zusammenhält. Grazie. Liebe. Grazie. Grazie, siete molte donne qua, siete molto romantiche. Seid viele Frauen, ihr seid sehr romantisch. Provate a pensarlo in maniera scientifica. Aber probiert es auf eine wissenschaftliche Art und Weise. Che cos'è l'amore? Was ist die Liebe? Una forza di attrazione. Die Anziehungskraft. Dal punto di vista scientifico, se voi togliete a questa parola l'aspetto romantico, im wissenschaftlichen Sinne, wenn ihr diesem Wort den romantischen Aspekt abnimmt, e lo guardate con interesse più scientifico, und wenn ihr es mit einem wissenschaftlichen Interesse anschaut, vedete che questa è una semplicemente una forza di attrazione. Das ist einfach nur eine Kraft der Anziehung, eine Anziehungskraft. Questo è l'Ankara. Das ist das Ahamkara. Mi sono spiegato, questi tre principi sono presenti tutti e tre nella vita. Ich habe gerade erklärt, dass diese drei Prinzipien im ganzen Leben präsent sind. Sono i principi basi con cui dobbiamo fare i conti. Das sind wirklich die Basisprinzipien, mit denen wir quando pratichiamo yoga, mit denen wir wenn wir Yoga üben, quando ci interessiamo di noi nel senso olistico del termine, wenn wir uns für uns selbst interessieren im holistischen Sinn des Wortes,
arbeiten müssen. E vogliamo vivere la vita con interezza di interessi. Und wenn wir ein Leben voller Interessen führen wollen. Altrimenti viviamo solo al 50%. Sonst leben wir nur 50%. Se sto usando, se sono identificato nel mio principio fisico, sto vivendo al 50%. Wenn ich mich nur an meine materielle Seite interessiere oder nur in meiner materiellen Seite lebe, lebe ich nur 50%. Che è quello che accade purtroppo nell'identificazione della vita quotidiana. Das passiert eben leider in der Identifikation im täglichen Leben. E siamo così identificati che non riusciamo nemmeno a mettere in ordine, a dare un ordine alle cose più importanti. Und wir sind so identifiziert, dass wir es nicht mal schaffen, eine Ordnung an diesen wichtigen Sachen zu schaffen. Senza mangiare si può stare a lungo. Auch ohne Essen kann man lange leben. Senza bere. Auch ohne Trinken. Un po' di meno. Ein bisschen weniger. Senza respirare. Aber ohne den Atem. Pochi minuti. Wenige Minuten. Quante volte al giorno pensate che state respirando? Wie oft denkt ihr am Tag, dass ihr atmet? Eppure è la cosa più importante della vita. Und es ist doch die wichtigste Sache im ganzen Leben. Basta non respirare per un po' e siamo morti. Es reicht ein bisschen nicht zu atmen und es hat tot. Vedete che non mettiamo in ordine le cose come dovrebbero essere. Also ihr seht, dass wir die Sachen nicht richtig einordnen, wie sie sein sollten. E molti di noi. Und sehr viele von uns. Che girano con super telefonini. Die mit den super Handys unterwegs sind. Computer ormai, sono computer. Es sind Computer heutzutage. Due, tre. Zwei, drei. Abbiamo l'amante a casa. Messaggi tutto il giorno. Schreiben die ganze Zeit. Come ti amo. Den ganzen Tag rufen sie an. E quando vedono me mi dicono, maestro, come ti amo. Und dann wenn wir sehen und sagen, ah, wie ich die liebe. Ah, lo yoga come mi piace. Ah, der Yoga wie mir gefällt. Quante volte al giorno pensiamo allo yoga? Weil wie oft denken wir an den Yoga? All'amante ogni 5 minuti. Alle Geliebte denken wir alle 5 Minuten. Se è vero che amiamo lo yoga, dobbiamo pensare almeno una volta al giorno dedicarci allo yoga. Also wenn wir den Yoga wirklich lieben würden, dann würden wir uns wenigstens einmal am Tag dem Yoga widmen. Ora entriamo in un argomento per cui sono qua. Oder jetzt beginnen wir in den Grund einzutreten, für den ich da bin. E cerchiamo di togliere qualche errore di interpretazione anche lì. Und wir versuchen jetzt einen wichtigen Irrtum rauszunehmen in dieser Interpretation. Sono qui per dirvi che il segreto della vita è nell'atto respiratorio. Und ich bin hier, um euch zu sagen, dass das Geheimnis des Lebens im Akt der Atmung liegt. Ora lo scopriamo assieme. Jetzt werden wir es zusammen entdecken. Però prima voglio togliervi ancora un errore, togliere ancora un errore dalla vostra mente. Aber zuerst will ich euch ein Irrtum abnehmen von eurem Geist. Un errore molto comune. Ein sehr gewöhnlicher Irrtum. Che ci inganna. Der uns betrügt. Ci condiziona tutta la vita. Und uns das ganze Leben lang konditioniert. Dal punto di vista microcosmico. Vom mikrokosmischen Standpunkt aus. Immaginate di essere in una sala parto. Denkt, cos'è? Immaginate di essere in una sala parto, dove nasce un bambino. Sala dell'ospedale, una sala parto. Stell dir vor, in einem Geburtshaus zu sein, Geburtsraum zu sein. Tante donne qui avranno dei bambini. Viele Frauen haben Kinder. Come inizia la vita in una sala parto per un bambino che arriva? Wie fängt das Leben für ein Kind an, das frisch geboren ist? Come inizia? Wie fängt es an? Qualcuno me lo può dire, per favore? Wer kann es sagen? Con un respiro. No, senti tu un'altra cosa, che è quella che io voglio togliere da qua. Perché tutte le donne dicono che la vita inizia con un pianto. Weil viele Frauen sagen, das Leben fängt mit einem Schrei an, mit einem Weinen. Questo è falso. Das ist falsch. Questo ci condizionerà tutta la vita se lo ammettiamo. Das wird uns das ganze Leben konditionieren, wenn wir das nicht wegnehmen. Perché se io penso che la vita comincia con un pianto, la vita sarà tutto un pianto. Weil wenn ich das so denke, dass das Leben mit einem Schmerz oder mit einem Weinen anfängt, dann wird das ganze Leben ein Schmerz und ein Weinen sein. E non è corretto, è sbagliato. Das ist nicht korrekt, das ist ein Irrtum. La vita comincia con un respiro. Das Leben beginnt mit der Einatmung. Il respiro, il pianto è una conseguenza.
Und das Weinen ist eine Konsequenz davon. Il secondo atto, non il primo. Ist das zweite, nicht das erste, was passiert. Voi avete una mente più libera perché praticate yoga. Ihr habt ein freieres Bewusstsein, ein offeneres Bewusstsein, weil ihr Yoga praktiziert. Ma io per la strada sento dire cose così. Una signora si trova in difficoltà e l'altra gli dice: ah sì, tanto la vita inizia con un pianto. Und er sieht es jeden Tag auf der Straße, dass jemand sich in Schwierigkeiten befindet und dann sagt jemand zu mir: ja, das ganze Leben ist Leiden, das ganze Leben ist ein Weinen. Vedete come un'idea può condizionare l'intera vita di una persona. Könnt ihr sehen, wie so eine Idee das ganze Leben konditionieren kann? La vita inizia con un respiro. Das Leben beginnt mit dem Atem. Il bambino era in un elemento liquido. Das Kind war ein flüssiges Element. Ed ora è in un elemento secco. Und jetzt ist ein trockenes. Il respiro gli provoca disagio. Und der Atem, der provoziert ein ungemütliches Gefühl. E si mette a piangere per questo. Und deswegen fängt es an zu weinen. Però sottolineo un'altra volta, la vita comincia con un respiro. Aber ich unterstreiche noch ein anderes Mal, das Leben beginnt mit dem Atem. La vita è un insieme di respiri. Und das Leben ist ein Zusammenspielen von Atemzügen. Anche il respiro all'interno ha almeno tre espressioni. Auch der Atem hat im Inneren mindestens drei Ausdrücke. E qui il segreto della vita. Und das ist das Geheimnis des Lebens. Il respiro è suddiviso in tre espressioni. Und Inspirazione. Dass der Atem ist getrennt in drei Ausdrucksweisen. Astensione dalla respirazione. Das Halten des Atems. Espirazione. Und die Ausatmung. Alcune persone, semplicemente praticando la meditazione sul respiro, si sono illuminate. Manche Personen sind, die auf den Atem meditiert haben, sind erleuchtet worden. Certo, perché se voi osservate il respiro, scoprite come funziona la vita. Ganz genau, weil wenn ihr euch auf den Atem konzentriert, dann entdeckt ihr, was das Leben ist. Anche nella vita microcosmica ci sono tre principi presenti. Auch im mikrokosmischen Leben sind drei Prinzipien im Leben. Una forza di assimilazione. Das Leben. In. Die Assimilierung, die Annahme. Prendere. Poi studiamo perché. Perché si deve prendere? Astensione della respirazione è trasformare. Sind drei Prinzipien: die Annahme, das Assimilieren, das Annehmen, der Atem, also das hält mit der Einatmung zusammen, der Atemhalt, die Umwandlung, e espirare, eliminare, und die Ausatmung, die Ausscheidung. Queste cose sono comuni allo yoga e comuni all'Ayurveda. Diese Sachen sind dem Yoga und dem Ayurveda gemeinsam. Kapha. Assimilare. Kapha bedeutet assimilieren, annehmen. Pitta, trasformare. Pitta wäre der Prozess der Umwandlung. Vata, eliminare. Vata wäre der Prozess der Ausscheidung. Ve lo presento in modo semplice, perché è un po' più complicato. Eh? Das werde ich euch auf eine einfache Art und Weise erklären. Allora, perché il bambino la prima cosa che fa? Inspira, assimila, prende qualcosa. Perché? Weil das Leben, weil das Kind im ersten Akt, das es tut, atmet ein, es nimmt etwas an. Warum? Provate a rispondermi. Perché il bambino deve prima prendere? Warum denkt ihr, dass das Kind zuerst etwas einnehmen muss, einatmen muss? Perché? Um das Leben zu akzeptieren. Posso darti del tu? Kann ich dich, ja. Hai una macchina? Hai una macchina. Hast du ein Auto? Se non gli metti la benzina, va? Tust du vorher kein Benzin ins Auto? Senza benzina può andare? Ohne Benzin funktioniert's. Oh. Questa è anche una macchina. Das ist auch eine Maschine. E se non prendo l'energia necessaria? Ma è alimentazione, eh? È alimentarsi questo, eh?
Also wenn ich nicht die notwendige Energie nehme für diese Maschine. Vedete un altro errore dell'intelletto. Denkt wieder ein anderer Irrtum des Intellekts. Se io mi fossi trovato in questa stanza da solo, wenn ich mich in diesem Raum ganz alleine befinden würde. Prima che arrivaste voi. Bevor ihr ankommen würdet. E fossi stato ignorante. E fossi stato ignorante. Wenn ich ignorant wäre. Avrei detto questa stanza è vuota. Hätte ich gesagt, ja, dieser Saal ist leer. Non è così. Das ist nicht so. Questa stanza, anche senza di voi, auch dieser Saal, auch ohne euch, è piena di particelle, ist voll von Partikeln, piena di esseri viventi, voll von lebendigen Wesen. I virus cosa sono? I virus, was sind Viren? È pieno qui. Es ist voll von Viren hier. E io sacrifico. Non preoccupatevi, perché quando stiamo bene siamo inattaccabili. Macht euch keine Sorgen, weil wenn wir uns gut fühlen, dann sind wir nicht angreifbar. Quando Ojas è alto, Ojas è alto. Wenn das Ojas hoch ist, le difese immunitarie sono forti. Das Immunsystem stark ist. E i virus non possono attaccarci. Dann können die Viren uns nichts machen. Quello che voglio dirvi che esistono forme di nutrimento sottili. Das, was ich euch sagen will, dass es existieren ganz subtile Formen. Quando io inspiro, wenn ich einatme, sto mangiando, dann esse ich, sto nutrendomi, dann ernähre ich mich. Capite perché si deve inspirare quando si viene al mondo, sennò si muore. Versteht ihr, dass man erstmal einatmen muss, wenn man ins Leben kommt, weil sonst stirbt man. Però guardate che intelligente la natura. Aber schaut, wie intelligent diese Natur ist. Ogni cosa che entra in contatto con noi, jede Sache, die mit uns in Kontakt kommt, deve essere adattata a noi. Muss von uns adaptiert werden, angenommen werden. Trasformata, perché io la possa usare. Umgewandelt werden, dass ich sie anwenden kann, benutzen kann. Allora la natura lì ha messo una forza che noi chiamiamo Pitta. Also hat die Natur da eine Sache hingestellt, die wir Pitta nennen. Il cui compito è di trasformare, di adattare. Deren Aufgabe es ist, umzuwandeln, zu adaptieren. E abbiamo, dobbiamo fare i conti con la nostra costituzione personale. Wir müssen auch an unsere eigene Konstitution denken. Avete scoperto che una delle caratteristiche dell'universo è la diversità. Ihr habt entdeckt, dass eine der Charakteristiken des Universums die Unterschiede sind, die Unterschiedenheit. E una delle qualità dell'universo. Und das ist eine von den Konstanten im Universum. È quello che mi garantisce che l'universo è infinito. Das ist eine Sache, die mir garantiert, dass das Universum unendlich ist. È la presenza della diversità che mi garantisce che l'universo è infinito. Es ist die Präsenz der Verschiedenheit, die mir garantiert, dass das Universum unendlich ist. Il giorno che io troverò un doppione, un altro Amadio Bianchi davanti a me, uguale. Wenn ich eines Tages einen Doppelgänger von mir treffen würde, einen anderen Amadio Bianchi vor mir, potrò dichiarare che l'universo è finito. Dann könnte ich erklären, das Universum ist beendet. Ma ora, finora, a 67 anni, bis jetzt, mit 66 Jahren, viaggiando in tutto il mondo, indem ich in der ganzen Welt gereist bin, ho incontrato persone che mi assomigliavano, habe ich Leute gesehen, die mir ähnlich waren, che amavano le stesse cose che amavo io, oder die den gleichen Namen hatten wie ich, che erano più o meno alti come me, die mehr oder weniger so groß und eher groß waren wie er, ma erano assolutamente diversi, aber sie waren total verschieden. Quindi le forze che vi sto descrivendo, also die Kräfte, die ich euch jetzt gerade erkläre, sono comunque diverse in ognuno di noi. Sind aber verschieden in jedem von uns. Questo è quello che fa qualcosa di meraviglioso nella diagnosi ayurvedica. Und das ist das, was Wunderbare in der ayurvedischen Diagnose. La persona che fa una diagnosi ayurvedica è cosciente che la persona che ha davanti è unica e irrepetibile. Die Person, die eine Diagnose im Ayurveda macht, ist sich klar, dass die Person, die vor ihm ist, einzigartig ist. Fratelli e sorelle, questo è un universo meraviglioso. Brüder und Schwestern, dieses Universum ist wunderbar. Dove non ci si annoia. Wo man sich nicht langweilt. Non ci si annoia perché è una continua diversità. Weil man sich nicht, man langweilt sich nicht, weil es ein ein weitergehendes Leben der Verschiedenheit ist.
Alle volte mi dicono: hai fatto 10 consulti, sei stanco. Manchmal sagen sie mir auch, du hast heute 10 Konsultationen gemacht, du bist müde. No, mi sono divertito molto. Nein, ich habe mich sehr amüsiert. Ogni volta qualcosa di diverso, di interessante. Jedes Mal etwas anderes, was Interessantes. Un mondo meraviglioso, davvero. Es ist wirklich eine wunderbare Welt. Bene. Il nutrimento inizia e inizia da lì. Inizia dalla respirazione. Also die Ernährung, die fängt dort an, die fängt mit der Einatmung an. Ci sono varie forme di nutrimento. Es gibt verschiedene Formen der Ernährung. E non dimenticate un altro aspetto molto importante. Und vergesst nicht einen anderen wirklich wichtigen Aspekt. Quello delle emozioni. Der Emotionen. Anche quelle sono una forma di nutrimento. Auch die Emotionen sind eine Form der Ernährung. Vedete, una volta ho fatto, credo, una bella lezione ai miei allievi. Einmal habe ich, denke ich, eine schöne Lektion meinen Schülern gegeben. Parlando di queste cose. Indem ich über diese Sachen geredet habe. Parlando della dieta ayurvedica. Als ich über die Diät, ayurvedische Diät gesprochen habe. Poi sono andato a casa di un mio allievo. Dann bin ich nach Hause eines. E stava mangiando. Bin ich ins Haus eines meiner Schülers gegangen und er war beim Essen. Aveva capito tutto di dieta. Er hatte von der Diät alles verstanden, alles über die Diät verstanden. Però era seduto e stava guardando la televisione. Hat gegessen, saß und schaute Fernsehen. Con immagini e emozioni terribili, il telegiornale. Mit diesen schrecklichen Bildern und dem Heute-Journal und so weiter. Quindi capite che una parte di lui era con la dieta corretta. Und ihr seht, also ein Teil von ihm war beschäftigt mit der richtigen Diät. E la sua parte non fisica materiale, no. Aber sein anderer Teil, die nicht physische, die nicht. Quindi c'era una discrepanza, c'era una contraddizione in questo. Also ihr seht, es war eine Diskrepanz, es war ein Widerspruch darin. Bene. Assimiliamo, trasformiamo, eliminiamo. Also wir nehmen an, wir assimilieren, wir wandeln um, wir transformieren und wir eliminieren, wir scheiden aus. Che cos'è la salute? Was ist dieses Leben? È facile, se ognuno mette un po' di attenzione, è molto facile che ognuno di noi si trasformi nel proprio medico. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn jemand wirklich sehr bewusst leben würde, dann würde er sich eigentlich in einen Arzt umwandeln. Dovete semplicemente tenere d'occhio questi tre principi. Ihr müsst einfach nur auf diese drei Prinzipien achten. Osservare che nella vostra costituzione questi principi, questi tre principi, si muovano correttamente. Ihr müsst nur darauf achten, dass diese drei Prinzipien in eurer Konstitution sich richtig bewegen, richtig arbeiten. Tutti e tre devono funzionare bene. Alle drei müssen richtig funktionieren. Non devo avere una forza di assimilazione troppo forte, la devo moderare e deve essere giusta per me. Also es darf nicht eine zu starke Assimilation geben, die muss moderat sein und richtig. Lo stesso per la forza di trasformazione. Auch für die Kraft der Umwandlung ist das so. E lo stesso vale per la forza di eliminazione, che alle volte è così in crisi e critica soprattutto per le donne. Und auch für die Kraft der Ausscheidung, die manchmal so schwierig und ist für die Frauen. A proposito di questo, alle volte, vedete, basta solo un po' di lubrificazione in più per far funzionare l'intestino. Also manchmal sieht es, es braucht einfach nur mal ein Schmiermittel, um die Därme richtig funktionieren zu lassen. Alle volte basta un po' di ghee. Manchmal reicht ein bisschen ghee. Alle volte, vedete, ci sono le foglie della malva. Es gibt die Blätter von der Malve. Bala in sanscrito. Basta far bollire le foglie della malva. Bere il succo, mangiare le foglie. Es reicht einfach diese Malvenblätter kochen zu lassen, den Saft zu trinken, die Blätter zu essen. E già l'intestino si mette a funzionare meglio. Und schon funktionieren die Därme besser. Potete regolare bene queste forze iniziando a praticare correttamente il pranayama. Ihr könnt damit anfangen, diese drei Prinzipien richtig arbeiten zu lassen, indem ihr Pranayama übt. Osservare come funziona in voi il respiro. Und zu beobachten, wie eure Atmung richtig funktioniert. Questa è anche la meditazione sul respiro. Das ist auch eine Meditation auf den Atem.
controllare quanto è lungo o corto o corta la vostra ispirazione. Einfach kontrollieren, ob die eure Einatmung lang oder kurz ist. Se la forza di trasformazione o di astensione dal respiro è regolare, non vi crea problema, se di notte non vi svegliate perché non respirate. Einfach sehen, ob der Atemhalt, den ihr jeden Tag übt, auch korrekt ist, ob euch keine Probleme macht, ob ihr nicht nachts aufwacht und dann Atemnot habt. Lo stesso per l'ispirazione. Das gleiche ist auch für die Ausatmung. Espirare significa eliminare. Das Ausatmen bedeutet ausscheiden, eliminieren. Eliminare significa pulire. Und das Ausscheiden und Eliminieren bedeutet säubern. Se l'ispirazione è insufficiente, significa che non puliamo sufficientemente. Wenn die Ausatmung vollständig ist, dann heißt das, dass wir uns vollständig reinigen. E avviene un accumulo di tossine nel nostro corpo che diventa pericoloso. Weil sonst gibt es eine Ansammlung von Giften im Körper und das wäre gefährlich. Nella sessione che terrò domani, in der Workshop, den ich morgen geben werde, voglio insegnarvi alcune tecniche senza l'uso di nessun materiale. Werde ich versuchen, euch ein paar Techniken beizubringen, ohne dass irgendwelche Materialien gebraucht werden. Ma attraverso soprattutto l'uso dell'acqua piuttosto che l'uso del respiro e del bastrika. Dell'acqua anche, sì. Uh-huh. Possiamo usare acqua e sale. Aber zum Beispiel Wasser und Salz oder durch Atemübungen wie Bastrika. E con l'uso del bastrika insegnarvi a ripulire persino le orecchie, gli occhi, il naso, la bocca, bronchi, polmoni. Und durch Bastrika zum Beispiel versuchen sogar die Ohren zu ripulieren, die Nasen, die Lungen. Meravigliosi esercizi che potete fare all'aperto con i vostri studenti o da voi stessi. Wunderbare Techniken, die ihr draußen in der Luft, in der freien Natur machen könnt mit euren Schülern. Vorrei naturalmente dirvi tante cose con tutto il mio cuore. Diventa un dovere per qualsiasi di noi insegnante trasmettere. Ich würde euch gerne sehr viele wundervolle Sachen sagen, die wichtig sind für einen Lehrer, um das anderen beizubringen. Più cose possibile, tuttavia il tempo è limitato, mi mancano 7 minuti. So viele Sachen wie möglich, aber es fehlen nur noch, also jetzt habe ich nur noch 7 Minuten. Per dovere di precisione volevo dirvi alcune cose che noi riteniamo giuste. Noi pensiamo che si debba fare tanta, tanta prevenzione. Man muss sehr viel auf die Prävention achten. Per questo un maestro viaggia e insegna e dà insegnamento. Und deswegen reist ein Meister und lehrt und gibt und verteilt die Lehren oder gibt sie weiter. Uso questi 6 minuti che mi avanzano per raccontarvi la mia storia personale. Ich werde die letzten 6 Minuten, die mir noch bleiben, dazu nutzen, euch meine Geschichte zu erzählen. Perché io rappresento il classico esempio di come lo yoga. Weil ich repräsentiere das klassische Beispiel, wie der Yoga può regalare salute e conoscenza ad una persona. Wie der Yoga Gesundheit, Bewusstheit und Vernunft einer Person schenken kann. A 17 anni, all'età di 17 anni, als ich 17 war, facevo l'artista, ero un pittore. War ich Künstler, war ich ein Maler? Purtroppo ho iniziato con alcuni disturbi del sangue. Aber ich habe mit verschiedenen Schwierigkeiten mit meinem Blut angefangen. Anemie. Trasformata in anemia perniciosa. Wurde dann in eine sehr gefährliche Anemie. Sospetto di leucemia. Und mit Verdacht auf Leukämie. Ero in cura. Ich war in cura. Per la leucemia da un famosissimo medico di Genova che si chiamava perché è morto, professor Fieschi. Ich war in cura für die Leukämie bei einem bekannten Professor in Genua, Professor Fieschi, der jetzt gestorben ist. Anziché migliorare, peggioravo. Anstatt besser zu werden, wurde es immer schlimmer. Ero arrivato a 23 anni. Ich war 23 Jahre alt. Mi sono sposato. Ich habe geheiratet. Ero molto triste. Und ich war sehr traurig.
Perché leggevo sulla faccia delle persone la mia morte che stava arrivando. Weil ich auf den Gesichtern der Leute, die um mich herum waren, sah, dass mein Leben bald zu Ende geht. Mia moglie aveva comprato alcuni libri. Meine Frau hatte verschiedene Bücher gekauft. Sapete, da giovani si va, si compra 10 libri verdi perché la tenda è verde. Wenn man jung ist, dann kauft man sich 10 grüne Bücher, weil die Tapete ja grün ist. 10 libri azzurri perché c'è il tappeto blu. 10 blaue Bücher, weil der Teppich blau ist. Però il libraio, aber der Buchhändler, a cui devo la mia vita, dem ich mein Leben schulde, facendo una spesa grande di libri, der einen großen Einkauf von Büchern machte, ci ha regalato un libro bianco. Hat uns ein weißes Buch geschenkt. Ed era strano. Messo nella libreria bianco, verde, blu, giallo, uno bianco. Aber es war komisch, es waren blaue Bücher, grüne Bücher und mittendrin war ein weißes Buch. Un giorno ero triste lì, vedo questo libro bianco. Und eines Tages war ich sehr traurig und dann sah ich das lo prendo, Buch, und ich nahm es. Avevo 23 anni e mezzo. Ich war 23,5 Jahre alt. Yoga e sport. Dann sah ich Yoga und Sport, dieses Buch. Maestro Yesudia. Vom Selvarajan Yesudia. Who was in Switzerland, this master. Der in der Schweiz war. Ho iniziato a leggere. Ich habe es angefangen zu lesen. E ho incominciato a trovare, a sentire che c'era una risposta per me in questo libro. Und dann habe ich gesehen, dass in diesem Buch für mich eine Antwort war. Ho iniziato a interessarmi allo yoga. Ich habe angefangen, mich für den Yoga zu interessieren. A praticare le yoga. Den Yoga zu praktizieren. Ho fatto il fanatico per 3 anni. Ich war für 3 Jahre fanatisch beim Üben. Mattino, mezzogiorno, sera, notte. Morgens, mittags, nachmittags, abends. Dopo 3 anni di questa disciplina ferrea. Nach dieser eisenharten Disziplin, nach 3 Jahren. Il mio sangue era a posto. So war sein Blut gesund. This is my life. Really. Das ist sein Leben. Nel momento in cui ho recuperato la mia salute. In dem Moment, in dem er sich seine Krankheit, seine Gesundheit wieder zurückholte. Mi sono detto, ma io devo servire questa disciplina. Hat er sich gesagt, aber ich muss dieser Disziplin muss ich dienen. Io voglio andare per il mondo. Ich will durch die Welt reisen. E spiegare che prima di cadere ammalati si possono fare tante cose prima. Und den Leuten erklären, dass bevor man krank wird oder in Krankheit fällt, dass man viele Sachen machen kann. È quello che sto cercando di far capire a voi. Und das ist das, was ich euch erklären möchte. Con la pratica dello yoga. Mit der Yoga-Praxis. Con una vita corretta. Mit einem korrekten Leben. Con un'alimentazione corretta. Mit einer korrekten Ernährung. Non permettiamo, o perlomeno rendiamo difficile alla malattia poterci invadere e devastare. Erlauben wir einer Krankheit nicht, oder wir machen es sehr, sehr schwer, dass eine Krankheit in uns eindringen kann, die uns schaden oder sogar zerstören kann. Per favore, ascoltate. Bitte hört darauf. Il valore delle cose lo capiamo solo quando perdiamo le cose. Den Wert der vieler Sachen verstehen wir nur, wenn wir sie verloren haben. Quando perdete un telefonino. Wenn ihr ein Handy verliert. Vi rendete conto quanto era importante il telefonino? Wenn dann merkt, oh, wie wichtig das war. C'erano tutti i numeri dei vostri amici per il lavoro. Da waren alle Nummern drin von euren Freunden für die Arbeit. E quando perdete la vostra mamma? Wenn ihr eure Hand verliert. E quando perdete la salute? Wenn ihr eure Gesundheit verliert. Mettiamo in ordine le cose. Per favore, mettiamo in ordine le cose. La salute è molto importante. Abbiatene cura. Geben wir den Sachen eine richtige Ordnung. Die Gesundheit ist sehr wichtig. I love you. Ich liebe dich.